5. November 2038. 9.58 Uhr. Marcus kommt nach Hause. Und der Filmprojektor ist schon wieder lauter geworden im Hintergrund. Sehr schönes Geräusch auf jeden Fall. So, pass auf. Ich muss eben kurz meine Zigarette ablegen. So. Weil ich habe echt keinen Bock, dass irgendwie Asche oder so, es sind gestopfte Zigaretten, da fällt immer Asche auf mein Mauspad und dann wird das dreckig, habe ich keinen Bock. So, lege das Paket ab, machen wir. So. Paket geholt, lege das Paket ab. Kümmere dich um Karl. Wecke Karl im Obergeschoss. Ja, Karl. Ich liebe auch Karl. Auch Karl ist so gut einfach. So lieb und nett. Auch wirklich schön. Ich will wirklich nicht, dass er stirbt. Also auf gar keinen Fall. So, wir aktivieren mal die Vögelchen. Sind jetzt sogar alle Vögel ausgestorben oder warum gibt es nur noch Androidenvögel hier? Oder ist das halt nur für den Heimbereich? Weiß ich nicht. So, ich möchte mich vorher ein bisschen umschauen eigentlich. Was haben wir hier? Das ist keine Tür, das ist ein Fenster. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Da haben wir nämlich was. Guck mal hier. Nehmen. Aha. Frühstück für Karl. Zack. Frühstück zum Bett. Let's go. Bring das Tablett zum Esstisch. Hä? Lol. Okay. Warte. Ablegen. Let's go. Moment. So. Weiter geht's. Wecke Karl. Vorher möchte ich halt noch gucken, was gibt's hier noch so für Möglichkeiten. Was kann man hier machen? War nicht hier gerade ein Punkt? Ach nee, der war da hinten. Okay. Hier können wir wieder lesen. Nö, danke. Ich habe mir das schon alles durchgelesen. Und ich denke mal, ein Großteil der Zuschauer auch. Hier können wir drehen. Geil. Wow, krass. Ich bin beeindruckt. So, hier haben wir die übergroße Giraffe mit der komischen Wendeltreppe dahinter, die keiner benutzen kann. Oh, können wir ans Klavier? Ich will ans Klavier. Oh ja, testen. Ich glaube, ich mache das anders. Warte mal. Mich stört das Klappern ist irgendwie lauter geworden. Warte mal, ich mache mal hier lauter. Zack, volle Lautstärke. Dafür mache ich aber bei OBS ein bisschen leiser. Ne, warte, nicht OBS leiser, nicht die Hauptlautstärke, sondern das Videoaufnahmegerät muss leiser. So ungefähr. Jawohl. Geil. Okay, jetzt können wir da nur noch lesen. Ich glaube, wir wecken dann mal Karl. Karl. Das tötet Menschen. Hoppala. Vor allem, warte mal, ihr seht ja... Haha. Ihr seht hier... ihr seht hier den Kringel, der anzeigt, wo die Maus ist, wenn ich auf Steuerung drücke, weil ich das in meinem System so aktiviert habe. Das seht ihr normalerweise nicht, weil OBS das normalerweise rausfiltert. Aber das geht jetzt nicht, weil es halt vom Bildschirm einfach ab... gefilmt ist, also einfach abgecaptured ist. Das heißt, ihr seht jetzt immer, wenn ich auf Steuerung drücke, seht ihr dann immer diesen Kringel. Stört euch nicht dran, okay? Ich tue es auch schon, seit ich Let's Play nicht. Weil ihr seht es nie, ich sehe es immer eigentlich. Guck mal, hier können wir noch mehr gucken, warte mal. Geil, Alter. Das hänge ich mir definitiv auf.
Sowas von. Sonst können wir hier nichts machen? Okay. Karl! Aufwache! Ziehe die Vorhänge auf, ja. Warte mal, vorher mache ich hier einen auf Paranormal Activity. Wir schauen ihn uns jetzt einfach mal eine halbe Stunde ganz gruselig an. Atmung ist normal, also er lebt auf jeden Fall noch. Das ist sehr schön. Okay, komm, pass auf, wir ziehen jetzt mal die Vorhänge auf. Guten Morgen! Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt, 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Verabreiche Karls Medikamente. Abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Das ist richtig. Ich vergesse leider, also ich privat in RL jetzt, ich vergesse leider viel zu viel. Ohne mein Handy und meinen Terminkalender und das alles wäre ich komplett aufgeschmissen. Karl? Ey, Karl. Nicht rebellieren hier, hör mal. Jetzt macht's einmal Pieks. Aufgewacht und schon wird es unangenehm. Oh ja. Ist doch ganz schnell vorbei. Komm, pass auf, ich mach's schnell. Einmal Piek. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Let's go, Karl. Komm. Einmal duschen. Jawohl. Oh Gott, Alter, was ist das denn für eine Katze? Oh, warte. Ja? Ja. So, dann setzen wir dich jetzt einmal in den Rollstuhl. Zack. Und dann geht's einmal ab nach unten. Bring Karl zum Esstisch. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Mhm. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. So, komm, wir gehen jetzt erstmal was essen, Karl, ne? Wird Zeit. Frühstück. Ich habe tatsächlich heute auch noch gar nicht gefrühstückt. Hoppala. Hey, ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Oh, kriege ich aber nochmal Hunger, ey. Bin ich froh, dass ich gleich Mittagessen mache. Voila. Fernseher. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Klar. Okay, Karl. Kein Problem. Kein Problem. Wir könnten lesen. Wir könnten, habe ich hier hinten gerade gesehen, war noch was? Nee, da. Wir könnten... Oh, Schach. Spiele Schach. Ah, nee, alleine macht das doch keinen Spaß.
Ich möchte dann lieber Klavier, oder? Warte mal, hier können wir auch noch was ansehen. Mhm. Okay. Fernseher aus. Menschen sind so deprimierend. Nichts als Gier, Dummheit und Gewalt. 5000 Jahre Zivilisation, um an diesem Punkt anzukommen. Hm. Wir könnten ein Buch lesen, aber, ey, ist ja wohl klar, dass ich Klavier spiele, oder? Hinsetzen. Let's go. Wir spielen Klavier. Da habe ich definitiv Bock drauf. So. Melancholisch, hoffnungsvoll, vertraut oder rätselhaft? Ich nehme mal rätselhaft. Kann sein, dass das eigentlich immer dieselbe Melodie ist, egal was man auswählt. Nee, ist tatsächlich anders. Dein Klavierspiel hat sich verändert. Hm. Manchmal glaube ich, du bist menschlicher als die meisten Menschen. Ey, 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 da sagst du aber was. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Oh Gott. Du musst dich selbst beschützen. Und selbst entscheiden, wer du sein möchtest. Und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Okay, machen wir. Bring Karl ins Studio. Let's go. Hier zum Arm, ne? Ist das richtig? Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Ja. Warte auf Karls Anweisung. Putz das Studio. Let's go. Wo können wir was sauber machen? Da hinten sehe ich einen Punkt. Hier. Aufräumen. Kommt mir doch gerade noch was angucken hier, ne? Ja. Skulpturen. Sehr interessant. So, hier können wir noch was aufräumen. Und da hinten können wir noch was aufräumen. Die neuen Farben.
alles seine Ordnung haben hier, ne? Da hinten sehe ich noch was. Da ist noch ein Punkt. Aufräumen. Ganzen alten schmutzigen Pinsel hier. Einmal sauber machen. Ach nee, doch nicht? Doch nicht. Okay. Na, oh, schon fertig? Also, was hältst du davon, Marcus? Ja, natürlich gefällt mir das. Ja, es hat das gewisse Etwas. Hm. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Oh, jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Oh. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Ja, Mann! Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Natürlich. Marcus. Das kriegen wir hin. Komm. Finde ein Motiv zum Malen. Karls Bild malen? Das wäre dann aber auch, glaube ich, nur eine Kopie, ne? Statue malen? Oder den Tisch malen? Ich will mal den Tisch. Ein paar Striche hier, ein paar Striche da. Dann kommt da noch was hin. Ah. Siehst du? Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt, es geht um Interpretation, Verbesserungen, deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht, das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon, geh an die Leinwand. Das schaffen wir, Marcus, das kriegen wir hin. Glaub an dich, Marcus. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Okay. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich. Auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Androiden, Menschheit, Identität. Androiden, Verzweiflung, Zweifel, Gefangener. Und jetzt haben wir's. Wir sind im Flow. Wow. Oh mein Gott. Oh. Toll. Hey Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wohl auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert?
Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn. Nein. Ne? Sag schon, Dad, was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Alter. Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine. Ja, das Ding ist wenigstens nicht drogensüchtig wie du. Das reicht. Mann, ey. Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Aber ganz ehrlich, da sieht man, was Drogen mit einem Menschen machen können, ne? Wenn man nicht aufpasst. So schnell geht das und man ist abhängig und wird so wie Todd oder Leo. Und ganz ehrlich, ich will nie im Leben so werden wie die. Ja. Klar, ich kann nicht verleugnen, ich habe auch schon mal Drogen genommen. Ja. Ich habe auch schon mal gekifft zum Beispiel. Ich habe tatsächlich, was habe ich eigentlich sonst noch gemacht? Ich habe, außer Speed habe ich sonst bisher noch nichts genommen. Also Speed war tatsächlich auch bisher nur einmal in meinem Leben. Und sonst habe ich, wenn überhaupt, nur hier und da mal gekifft. Also ganz ehrlich, das kann ich nicht verleugnen, ja. Aber ich bin wenigstens nicht abgerutscht. Ich habe nie was Härteres genommen. Ich bin auch nie in eine Sucht oder so verfallen. Ich kann jeden Tag, kann ich sagen, ich habe kein Geld. Also hole ich mir auch nicht, also hole ich mir auch keine Drogen. Also lasse ich die Finger von meinem Ticker-Kontakt und kümmere mich um das, was wichtiger ist, ja. Zum Beispiel gleich Mittagessen. Oder 10 Euro an Spotify überweisen, beziehungsweise an PayPal überweisen, damit Spotify weiter funktioniert für den Stream, also werbefrei. Sowas ist dann einfach in dem Moment wichtiger. Und das muss man halt einfach, sowas muss man einfach unterscheiden können, das muss man abgrenzen können, ja. Weil wenn du wirklich morgens aufwachst und du, der erste Gedanke, den du hast, wie komme ich jetzt an meinen nächsten Kick, glaub mir, dann bist du schon süchtig, dann ist es schon zu spät. Dann ist es definitiv schon zu spät. Wenn du morgens aufwachst und nicht direkt an deinen nächsten Drogenkick denkst, dann hast du noch eine Chance. Aber wenn nicht, dann ist es eigentlich schon vorbei. Also es ist hart. Es ist eine richtige Scheiße. Drogen sind Scheiße. Fangt niemals damit an. Fangt niemals mit Zigaretten. Ganz ehrlich, ich rauche auch Zigaretten. Das ist klar, das ist legal. Aber ganz ehrlich, fangt noch nicht mal mit der Scheiße an. Das macht euch nur kaputt und kostet viel Geld. Der Staat, der lacht sich ins Fäustchen, wie viel Geld er verdient mit euch, weil ihr euer Körper kaputt raucht. So. Paket ablegen, Karl weckeln. Vögel aktivieren und dann ist hier wieder was. Frühstück servieren, hier ist wieder was fehlen. Etwas zu tun finden, Klavier spielen, melancholisch, hoffnungsvoll, vertraut, rätselhaft. Wir haben rätselhaft gewählt, Karl ins Studio bringen, hier, das wären dann Schach und Lesen gewesen, glaube ich. Malen, was du siehst, Schreibtisch kopieren, aus dem Herzen malen, Androiden, Menschheit, Identität. Guck mal, da hätten wir verschiedene Auswahl bekommen, aber das Ergebnis wäre das gleiche gewesen. Leo ist eingedrungen, um Geld zu bitten. Also das Ergebnis wäre das gleiche gewesen. Und ich würde sagen, ich mache dann ab hier eine kurze Aufnahmepause. Also ich werde die Aufnahme tatsächlich nur pausieren, nicht beenden. So muss ich am Ende weniger schneiden tatsächlich. Damit 52 Grad, also die Temperatur hält sich tatsächlich, Gott sei Dank. Auslastung ist auch gerade in diesem Modus relativ okay. Damit kann ich den auch laufen lassen und runtergehen und erstmal Mittagessen machen. Und wir sehen uns dann nach dem Mittagessen wieder, beziehungsweise vielleicht auch schon während des Mittagessens. Sobald ich das Mittagessen fertig habe, komme ich wieder hier hoch und dann werde ich erstmal gucken, ob ich dann erstmal was esse oder einfach während des Let's Plays weiter esse. Mal gucken. Das werden wir gleich sehen. Ich mache erstmal Aufnahmepause und wir sehen uns dann gleich nach dem kurzen Schnitt.